Wenn wir unsere Erinnerung speichern und in andere Körper übertragen könnten, wäre theoretisch ein ewiges Leben möglich, nur dass man sich hin und wieder einen neuen Körper suchen müsste. Wenn man dann noch gute Erinnerungen hinzufügen und schlechte entfernen kann, wäre doch jeder glücklich. Leider wäre dies sehr wahrscheinlich nicht der Fall und es würde viele Probleme mit sich bringen und diese führt einem der heutige Anime vor die Augen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner Review von Kaiba. Und nein, ich rede nicht von dem Typen aus Yu-Gi-Oh! Kaiba ist ein Sci-Fi-Adventure-Anime und wurde von dem Studio Madhouse produziert. Zudem wurde Kaiba von Masaki Yuasa geschrieben, welcher auch beispielsweise The Tatami Galaxy oder Ping Pong The Animation schrieb, welche beide sehr gut waren. Kaiba umfasst 12 Folgen mit einer Laufzeit von jeweils 24 Minuten. Kaiba spielt in einer Welt in ferner Zukunft, in der es möglich ist, Erinnerungen abzuspeichern und nach Belieben zu verändern. Das heißt, man kann positive Erinnerungen hinzufügen und negative löschen, und man kann die Erinnerungen in einen x-beliebigen Körper stecken. Es ist, als würde man einem leblosen Körper eine Seele einhauchen. Die Geschichte beschäftigt sich nun mit dem Protagonisten Kaiba, welcher eines Tages in einem ihm unbekannten Raum aufwacht und keine Erinnerungen mehr hat. Nun begleitet man ihn auf seiner Reise, bei der er viele unterschiedliche Leute trifft, ihnen gegebenenfalls hilft und nach seine Erinnerungen zurückerlangt. Das Hauptziel von Kaiba ist es allerdings nicht, den Leuten zu helfen, sondern ein Mädchen zu finden, von dem er nicht mehr als ein Bild hat. Aber er ist nicht nur auf der Suche nach diesem Mädchen, er ist auch auf der Suche nach sich selbst und seinen Erinnerungen. Das Faszinierende an der Story ist, dass sie nicht nur auf die positiven Aspekte der Manipulation von Gedanken eingeht. Nein, sie geht sogar eher auf die negativen Aspekte davon ein und stellt dem Zuschauer die Risiken davon dar. Arme Menschen müssen ihre wertvollen Erinnerungen oder sogar ihre Körper verkaufen, und damit meine ich nicht im Sinne von Prostitution, der Körper wird nämlich tatsächlich verkauft und mit anderen Erinnerungen bestückt, nur damit die Familie überleben kann. Menschen können komplett manipuliert werden, nur um eigennützige Zwecke zu erreichen und das Leben anderer zu ruinieren. Die Frage, ob man überhaupt noch man selbst ist, wenn man seinen Körper wechselt und die Erinnerung verändert, all das zeigt Kaiba auf. Hinzu kommen politische, philosophische und moralische Fragen, über die man nachdenken kann und auch sollte, um die Story komplett zu genießen. Kaiba macht in der Story-Sektion so gut wie alles richtig. Es gibt wenige Anime, die Regeln etablieren und sich so perfekt an diese halten wie Kaiba und dazu auch noch tiefgründige Themen behandeln. Zu guter Letzt hat Kaiba eine Message, die ich euch allerdings nicht vorwegnehmen möchte. Die Story ist einfach nur genial geschrieben. Lediglich gegen Ende gibt es Kleinigkeiten, die nicht erklärt werden. Wenn die Charaktere in Kaiba eines sind, dann ist es einzigartig. Man begleitet den Protagonisten Kaiba auf seiner Reise und dieser weiß genauso wenig über sich selbst, wie der Zuschauer über ihn weiß. Der einzige Hinweis, den man hat, ist ein Bild von einem Mädchen, welches anscheinend eine wichtige Rolle in Kaibas Vergangenheit spielte. Zusammen mit ihm lernt man Kaiba von Folge zu Folge besser kennen und erfährt immer mehr über ihn. Es ist, als würde er den Zuschauer verkörpern, da beide genau gleich unwissend sind. Nichtswissend geht er auf seine Reise, um mehr über die Welt zu lernen und bereichert damit auch den Zuschauer mit Wissen über die Welt. Begleitet wird Kaiba von einem kleinen Lebewesen namens Hyo-Hyo, welches auf den ersten Blick nur aussehen mag wie ein Tier, doch ist es viel mehr als das. Wenn ich mehr über Hyo-Hyo sagen wollte, müsste ich jetzt allerdings spoilern und das möchte ich an der Stelle vermeiden. Gemeinsam reisen Kaiba und Hyo-Hyo durch die Galaxie und treffen unterwegs viele unterschiedliche Leute, wovon jeder seine eigenen Ziele und Motivationen hat, die so gut wie immer gut nachvollziehbar und auch sinnvoll sind. Obwohl viele Charaktere nur in einer einzelnen Episode vorkommen, schafft es die Serie, diese in kürzester Zeit vorzustellen und ihre Ziele zu erklären, sodass der Zuschauer innerhalb von 10 Minuten einen genauen Überblick darüber hat, was für eine Person der Charakter ist. Von der besorgten Tante über Leute, die versuchen, das System von innen zu ändern, bis hin zu einer Art Widerstandsorganisation ist alles dabei. Eine Gruppe, die ich noch weiter erläutern möchte, ist die Widerstandsorganisation. Diese besteht aus Leuten, welche sich weigern, ihre Erinnerungen zu verändern oder in einen anderen Körper zu stecken, weil sie ihre Menschlichkeit bewahren wollen. Sie wollen Individuen sein, welche so sind, wie sie geboren wurden, und bringen durch ihre Motive und Methoden moralische Fragen hervor. Beispielsweise werden Leute, die trotzdem Verbot ihre Körper wechseln, getötet und da kann man sich die Frage stellen, ob das so die richtige Methode ist, da sie letzten Endes ja immer noch das gleiche Ziel verfolgen. Doch am Ende des Tages sind auch sie einfache Leute, die nicht mehr als glücklich sein wollen. Und das ist etwas, was jeden Charakter der Serie verbindet. Sie wollen einfach nur glücklich sein, weshalb sie schlechte Erinnerungen verschließen und nicht akzeptieren, bis ihnen klar wird, dass die Welt nicht nur dunkel ist, sondern man auch glücklich werden kann, wenn man Dinge akzeptiert, wie sie sind.
Zusammenfassend kann man zu den Charakteren sagen, dass sie verdammt gut sind. Sie fühlten sich tatsächlich an wie echte Menschen mit echten Problemen und echten Motivationen. Jeder einzelne ist mögenswert und interessant. Das Erstaunlichste daran ist, dass die Serie es schafft, trotz einer teils episodischen Natur die Charaktere innerhalb von 10 Minuten so interessant zu machen, dass man es teilweise schade findet, wenn die Folge endet und die nächsten Charaktere eingeführt werden. Nichtsdestotrotz sind sie alle hervorragend, da sie allesamt nachvollziehbar sind und sich dem System nicht einfach unterwerfen, sondern die Fehler daran sehen und versuchen zu tun, was sie können, um es zu verändern. Sie haben alle eine Persönlichkeit und sind nicht einfach nur da, damit sie da sind, sondern sorgen dafür, dass sich Kaiba von Episode zu Episode weiterentwickelt und mehr über sich und die Welt, in der er lebt, erfährt. Aber sie sind nicht nur für Kaiba da, sondern entwickeln sich auch selbst weiter, was in der Serie einfach unglaublich gut gelingt. Und jeder von ihnen ist wirklich mögenswert. Kaiba ist ein wunderschöner Anime. Der Artstyle ist so einzigartig, auch wenn er für einige Leute mit Sicherheit abschreckend ist, aber er passt definitiv zur Serie. Es ist schwer zu beschreiben, aber er passt einfach gut zu den verwaschenen Erinnerungen, die die Leute haben und hat oft etwas, ja schon fast etwas Mysteriöses an sich. Doch trotz dieses Artstyles, welcher meiner Meinung nach unglaublich genial ist, ist die Animation sehr flüssig. Das einzig Schlechte an der Animation waren hier und da ein paar CGI-Szenen, diese fielen aber kaum auf. Auch der Soundtrack von Kaiba ist ein Meisterwerk an sich. Es gibt nicht einen Song, den ich nicht gerne hörte und jeder einzelne davon ist wunderschön komponiert. Zudem passte auch dieser gut zur Serie und untermalte die Szenen grandios. Gleiches gilt für das Opening und das Ending. Beides ist wunderbar animiert und hat tolle Songs. Insgesamt sorgt diese Kombination aus dem Artstyle und der Musik für ein einzigartiges Erlebnis. Ich erwähnte es bereits einige Male und ich werde es auch nochmal erwähnen. Kaiba ist ein einzigartiger Anime, welcher nichts großartig falsch macht. Der Anime hat eine wunderbare, tiefgründige Story und gut geschriebene Charaktere, welche ebenfalls tiefgründig sind und nachvollziehbare Motive verfolgen. Zudem hält sich der Anime einfach so perfekt an die Regeln, die er aufstellt und verwendet diese auf eine sinnvolle Art und Weise, sodass sich der Zuschauer immer genau erschließen kann, wie es funktionierte. Einfach grandios. Und dass der Anime eine tiefgründige Message hat, macht ihn auch nicht unbedingt schlechter. Die einzigen Probleme, die ich mit dem Anime hatte, wobei man dies nicht als Probleme bezeichnen kann, sondern eher als Problemchen, da diese echt minimal sind, sind, dass gegen Ende die Motive und Geschehnisse nicht mehr bis ins kleinste Detail erklärt wurden und man dann doch mit der ein oder anderen kleinen Frage dagelassen wurde. Ebenfalls war das CGI für mich ein wenig störend, aber dieses fiel kaum auf. Aber es sind halt Kleinigkeiten, die den Anime von absoluter Perfektion abhalten, aber man kann die Fehler von Kaiba einfach überschauen, dadurch wie grandios der ganze Rest war und somit bekommt Kaiba von mir verdient den Elite-Stempel und eine Empfehlung, sich den Anime unbedingt anzuschauen. Jeder Anime-Fan, der behauptet, auch nur ansatzweise guten Anime-Geschmack zu haben, wird diesen Anime hoffentlich mögen. Wenn nicht, dann gibt es ja noch solche Meisterwerke oder es fehlt einem einfach die Fähigkeit, Dinge analytisch mitzuverfolgen oder zu wertschätzen. Und wenn euch Kaiba gefallen hat, empfehle ich euch unbedingt The Tatami Galaxy und Ping Pong The Animation, da auch diese beiden Anime von Masaki Yuasa geschrieben wurden und von der Qualität auf ähnlich hohem Niveau sind, weshalb sie es definitiv nicht weniger als Kaiba verdient haben, gesehen zu werden. Das war's von mir, lasst doch eine Bewertung oder vielleicht sogar ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch Twitter folgen und ansonsten haut rein.